seid ihr herzlich willkommen. Wochenende Liebesorakel bis 24. Oktober. 23. Oktober erreicht Mond die aufsteigende Mondknoten Rahu. Dieser aufsteigende Mondknoten ist ein karmischer Knoten. Also haben wir karmische Themen und zeigt eine Lösung, ein Ausweg oder Neuigkeiten. Diesmal spielt die Finanzen eine große Rolle. Natürlich auch die beruflichen Situation. 24. Oktober ist Lilith-Tag. Wir werden die Wünsche, die Sehnsüchte und Träume ganz intensiv spüren, aber diesmal diese Lilith-Energie löst Unsicherheit aus. Viele denken dann, ach, das klappt sowieso nicht. Und jetzt ist wichtig, die innere Kraft, diese Überzeugungskraft, dass alles gut ausgeht. Und jetzt schauen wir die Bilder an. Dieser Dieb kann tatsächlich ein Diebstahl sein und fehlt das Geld. Oder hier hast du die Ideen, bist kreativ und jemand übernimmt das. Kann natürlich auch sein, dass jemand raubt deine Zeit oder deine Kraft. Hier steht Beruf, Berufung im Mittelpunkt und andere beobachten dich. Und die nächste Karte, die Sternenhimmel, zeigt deine Spiritualität und das bringt dir auch Glück, auch finanziell, auch beruflich. Aber jemand oder mehrere Personen beobachten die Geschehen, kann sogar sein, dass du Neider hast. Du wirst es verändern, weil du gehst in eine andere Richtung und hier hast du schon diesen Plan. Du planst etwas Neues. So wie dieser aufsteigende Mondknoten, was die Mondbewegung gerade aktiviert, auch zeigt eine neue Richtung. Aber du hast noch Angst oder bist du unsicher? Fühlst du dich gefangen in deinen eigenen Gefühlen? Und dieser Teufel zeigt, sei vorsichtig, das tut dir nicht gut. Überwinde deine Ängste. Hier sehen wir ein Liebespaar, aber leider dieser Teufel steht auch dabei. Und das heißt, du hast eigentlich Glück in die Liebepartnerschaft. Aber jemand ist hier auch neidisch oder beobachtet euch oder intrigiert auch. Also muss aufpassen, auch im beruflichen Umfeld und auch in die Liebepartnerschaft. Ist auch alles ungerecht, zeigt diese Karte. Der eine hat alles, der andere davon ein bisschen und die dritte gar nichts. Also zeigt die Ungerechtigkeiten. Aber sag nichts, sei zurückhaltend, geh in eine meditative Haltung. Diese Karte bestätigt das auch. Und wenn du in deiner Kraft bist, und machst deinen eigenen Weg, lebst die Kreativität und Spiritualität, kommt auch das Geld, weil diese Karte zeigt schon den Wohlstand. Aber auch die inneren Werte, die Familie, und da ist der Zusammenhalt. Wenn du erinnerst an deine Vergangenheit, hier fließen die Tränen, aber du hast auch eine Zukunft, dreh um. Und schau mal diese beiden Kelchen an. Und das symbolisiert die Gefühle oder deine Intuition. Beides, beides. Und das ist wie eine Geburtstagsparty, wie eine Neugeburt. Und die Ängste, Unsicherheiten sollst du mit diesem Schwert trennen. Was diese Karte noch bedeutet, befreit zu sein von diesem Teufel und die Entscheidungen und Kommunikation. Aber bevor du etwas äußerst,
Geh nach innen und such die inneren Gleichgewicht. Also jetzt zum Handeln wäre zu früh. Verinnerliche das, dass du in den richtigen Weg bist. Und das ist für dich ein Neuanfang, wie eine Neugeburt, und das trägt auch Früchte. Und nimm diese Haltung ein, wie diese Königin. Und diese Königin beherrscht die Luftelement. Das ist die Ideenreichtum, die Leichtigkeit, die Freiraum und Kommunikation. Aber momentan ist es eingefroren. Und das bedeutet, sei eher zurückhaltend. Im Wintermonaten werden die größeren Veränderungen da sein. Und das ist wie ein Neuanfang für dich. Aber immer noch gilt, dass jemand beobachtet dich, schaut, was du machst und versucht, deine Ideen rauben. Oder versucht jemand, dich ausnützen. Und ich wünsche dir einen schönen Wochenende. Alles Gute und alles Liebe.